Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute in diesem Jahr 2021 fahre ich immer noch sehr gerne mit dem OneMove S3 und wenn ich mal einen Platten habe, benutze ich momentan wirklich jetzt den Xiaomi Luftkompressor. Das ist wohl der kleinste, aber auch futuristische Kompressor, den ich je benutzt habe. Dieser kleine Kompressor kann nämlich nicht nur Fahrräder aufpumpen, sondern auch Autos. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieser kleine Kompressor, der fast so groß ist wie meine Hand, der kann auch Autos aufpumpen. Der hat so viel Power, dass er bis zu 10,3 Bar schafft. Also können wir auch damit ganz beliebig Rennräder aufpumpen. Und dazu gibt es auch Adapter dafür. Für den französischen Ventile, aber auch ein Adapter für Bälle jeglicher Art. Dies gefällt mir natürlich sehr gut. Xiaomi hat sich mit dem Design sehr schlicht gehalten, was mir persönlich sehr gefällt. Auch die rote Markierung, wo man genau weiß, welchen Schlauch man abziehen soll, ist hier auch sehr gut gelungen. Denn sobald der Schlauch abgezogen ist, leuchtet das Display auf. Dies ist sehr hell und sehr groß. Das gefällt mir auch sehr gut. Auf dem rechten Knopf kann man nämlich die verschiedenen Modi aussuchen zwischen Fahrrad, Roller, Auto und am Ende ist nämlich Ball. Beim Modiwechsel Fahrrad und Ball wird es in PSI berechnet. Wer sich damit nicht so gut auskennt, ist natürlich in der Beschreibung so ein kleines Diagramm dabei, wo man den PSI-Wert einsehen kann, welche Baranzahl ein Ball oder ein Fahrrad braucht. Aber ein kleiner schneller Tipp, ein Bar ist gleich 14,5 PSI. Da ich sehr gerne mit dem OneMove S3 fahre und auch sehr viel damit fahre, kann ich mit dem einfachen Aufdrehen des Ventils gleich meine PSI anzeigen lassen. Das OneMove S3 ist ein ganz normales Stadtrad mit 29 Zoll. Dies braucht ungefähr 45 PSI. Ich habe hier natürlich ein bisschen weniger, also können wir es ganz leicht jetzt aufpumpen bis zu 45 PSI und dann rollt er wieder. Was mir auch sehr gefällt ist, dass der kleine Kompressor so klein ist. Also könnte man ihn auch ganz bequem in die Hosentasche stecken. Doch bevor man wieder aufs Rad steigt und losfahren möchte, dann weiß man auch, wie unbequem das auch sein kann. Doch kommen wir zu den Hauptgründen für den Kauf. Für mich war der Kaufgrund ganz klar. Der Kompressor ist so minimalistisch wie es geht und er passt auch überall hin und überall rein. Jetzt nicht falsch verstehen. Dazu 2000 mAh Akku hat er, der genug Kraft, um alle 4 Autoreifen aufzupumpen, also bestimmt auch um genug 16 Fahrradreifen aufzupumpen. Denn alle Adapter sind auch noch dafür da, fürs Auto, für Fahrrad und für Bälle. Und das größte Highlight ist einfach noch für mich, es hat einfach eine integrierte Taschenlampe. Die leuchtet sehr gut. Ich habe die jetzt einmal nachts getestet, natürlich nicht komplett aufgenommen. Doch haben wir hier auch eine Taschenlampe dabei, was mir sehr gut gefällt. Was sagt ihr zu diesem Kompressor? Lohnt sich der oder lohnt sich der nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Eure Junkbox. Ciao. We'll be right back.